Stein hat ein Brüderlein, das von ihm behütet wurde, treu und mütterlich. Einmal war verliebt und total betrübt Herrn Assessors Brüderlein und weinte bitterlich. Lieber großer Bruder, hilf mir armen Luder, sprach das kleine Brüderlein. Stille meinen Kummer, hier ist ihre Nummer, sie muss jetzt zu Hause sein. 49,2, ja, hier ist Stein. Mein kleiner Bruder träumt von ihnen Tag und Nacht. Was haben sie bloß mit meinem Brüderchen gemacht? Mein kleiner Bruder tut mir ja so schrecklich leid. Wann haben sie endlich für mein Brüderchen mal Zeit? Zwar ist er noch nicht groß, ein kleines Bubi bloß, doch rettungslos in sie verliebt. Mein kleiner Bruder träumt von ihnen Tag und Nacht. Was haben sie bloß aus meinem Brüderchen gemacht? Durch das Telefon kannten sie sich schon, doch am nächsten Tag haben sie persönlich sich gesehen. Jeden Tag um 4 ging er hin zu ihr, aber erst so gegen 10 sah man nach Haus ihn gehen. Denn der große Bruder war ein kleines Luder, dachte nicht mehr ans Brüderlein. Und ganz im Vertrauen fielen manche Frauen auf den großen Schmus hinein. Damit fängt er alle Frauen ein. Mein kleiner Bruder träumt von ihnen Tag und Nacht. Was haben sie bloß aus meinem Brüderchen gemacht? Mein kleiner Bruder tut mir ja so schrecklich leid. Wann haben sie endlich für mein Brüderchen mal Zeit? Zwar ist er noch nicht groß, noch ein kleines Bubi bloß, doch rettungslos in sie verliebt. Mein kleiner Bruder träumt von ihnen Tag und Nacht. Was haben sie bloß aus meinem Brüderchen gemacht? Nach einer Zeit ging doch der Lausejunge, der kleine Bruder, auch zu einer Frau und versuchte denselben Schmus. Mein großer Bruder träumt von ihnen Tag und Nacht. Was haben sie bloß mit meinem Brüderchen gemacht? Mein großer Bruder tut mir ja so schrecklich leid. Wann haben sie endlich für mein Brüderchen mal Zeit?